Willkommen zurück zu Spyro 2 Whipdos Rage. Ja, und Whipdo hat allen Grund, richtig auszurasten und rumzuragen, denn wir haben alles vereiteln können, was er verursacht hat. Die ganzen Probleme, den ganzen Stress in der Tundra, in der herbstlichen Heimat und auch im Sommerwald. Alles erledigt. Die 100% warten nur noch auf uns. Und das letzte Hindernis ist eben Whipdo. Oh Gott, sind hier für Bilder an der Wand? Warte, was sind hier? Ach, guck mal, hier sind die ganzen Könige. Guck mal, hier sind nochmal richtig schöne Bilder aus allen Leveln. Oh. Jo, sind ja wirklich alle Bewohner nochmal. Yeah. Komm zurück, ihr nutzlosen Tiere! Hey, Kleiner, vielleicht kann ich helfen. Was? Du schon wieder? Yep. Du willst den Energiekristall testen? Ich melde mich freiwillig. Ich halte auch schön still, versprochen. Die Idee mag ich. Drache, du bist geliefert! Okay, Whipdo! Mach keine halben Sachen, ich darf mich nicht nochmal der Galerie erfreuen. Nein, es geht sofort los. Und wieder sehr, sehr charmant und lustig irgendwie. Und ja, und Spyro weiß einfach schon, dass er gewinnen wird. Weil er einfach OP ist, ne? So, gucken, ob ich gleich einen Perfect-Run schaffe oder vielleicht lerne ich ihn ein bisschen und verliere dann so oder so und dann mache ich es nochmal auf Perfekt. Spyro, wir wollen dir im Kampf gegen Whipdo helfen. Elora benutzt die Kugeln, um Power-Up-Energie zu speichern. Jäger wird dir die geladenen Kugeln zuwerfen, wenn sie bereit sind. Der Professor experimentiert gerade mit neuen Formen von Power-Up-Energie. Bald wirst du also Fähigkeiten haben, die noch niemand zuvor gesehen hat. Boah, echt? Geil! Also erstmal ausweichen ist angesagt. Boah. Okay, jetzt bist du auch ein bisschen größer, ne? Okay, ich glaube, es ist erstmal ausweichen angesagt, ne? Okay, warte, warum hat er jetzt eine Kugel? Was soll das? Achso, ich muss Kugeln irgendwie sammeln und... Er darf sie zuerst bekommen, oder wie? Oh, shit. Okay, ist natürlich da. Okay, alles klar. Das ist ein kleiner Wettkampf. Oh, das war ja easy. So. Boah, das ist ja cool. Okay, alles klar. Scheiße. Mann, ich darf aber nicht mal so doof sein. Ich musste doch schon einsammeln, ne? So. Aber ansonsten ist der richtig übel, weil... Okay, das wusste ich nicht, dass er sowas kann. Okay, alles klar. Okay, Leute, aber der Kampf ist an sich aber sehr einfach, oder? Oder hat er nur... Warte mal, das kann nicht der ganze Kampf sein. Der hat garantiert nur irgendwie eine andere Form, oder? Deswegen einfach mal machen kurz. Weil das ist sonst ein bisschen sehr einfach. So, man nimmt die Kugel her, du Sau! Das sind die einfach hoch einsammelt, der alte Schummler, der. Wow! So, da ist wieder Jäger. Ich sehe ihn. Wo ist er? Oh, oh. Und das sind wir beide eigentlich eine Kugel, wenn wir beide drei Kugeln haben. So. Er hat Galt wieder beschworen. Wie? Hat er jetzt mit Galt hier noch drei Kugeln sammeln? Okay, es bleibt das Gleiche. Oh shit, hoffentlich hat er nicht nochmal alle drei Kämpfer damit oder was? Dann flippe ich. Oh, Jäger, hast du jetzt echt eine Kugel dahin geworfen zu ihm? Jäger, warum? Jäger, warum machst du sowas? Oh, ein Schaf. Danke. Okay, wenigstens zielt Whipdo nicht. Whipdo zielt nicht wirklich. Wenn er. So, doch, okay, er zielt genau da, wo ich hinrenne. Aber auch nur manchmal. Kann das sein? Cool, ey. Coole Sache, ey. Junge, da ist ein Schaf. Der hat ein Schaf gedroppt. So, wo sind jetzt die Kugeln? Mann, der braucht bloß noch eine Kugel. Jäger, ich sehe deinen Schattenjäger. Bitte werf sie. Werf sie doch nicht genau zu ihm, Mann! Warum? Jäger, ah, sorry, Spyro. Ich bin ein bisschen doof. Ja, ich merke das schon. Was hat der
Nein, er ist beschworen. Okay, ich muss hier echt noch ein bisschen lernen. Oh, ein Schiffchen. Hat der jetzt echt eine Kugel hinter ihm geworfen? Wieder genau hinter ihm? Jäger, auf wessen Seite bist du denn? Was noch ein Schaf. Cool. Jäger, auf wessen Seite bist du, Mann? Den fliegt der Schmetterling einfach so rum. Toll. Das ist cool. Nee. Der wirft nur Schafe hier hin. Jäger, ist okay, ich bin voll geheilt. Wirf da mal. Mann! Verdammt, jetzt hat er schon wieder eine Kugel. Jäger, der wirft die beiden auch zu ihm. Was soll denn das? Okay, ich hab's irgendwie geklaut. Das ist geil. So. Aua! Cool, okay, blaue sind Ram-Attacken. Ja. Rote war ja hier Feuer. So, aber der Kampf sollte aber an sich auch nicht so schwer sein. Ich stelle mich halt bloß ein bisschen doof gerade an. Ja, weil es hier ein bisschen fies ist, dass der halt so. Manchmal, der zielt halt auch nicht mit dem Feuer. Ich muss halt an sich einfach nur ausweichen. Ach Mann. Gib her, du Sau! Ah, scheiße. Boah, ja, drei! Wow! Da macht er erstmal einen Laser, ey. So. Das ist meine Kugel. Komm schon, Jäger, wirf eine Kugel runter. Aber bitte nicht zu ihm, bitte. So! Ach du Scheiße. Oh oh. Okay, dann sind jetzt so ein Kampf, ja. Einfach abballern. Okay, ist einfach. Da bin ich eher Verfolgerraketen oder sowas. So. Na komm schon. Okay, ich treffe ihn irgendwie nicht. Ja, da muss ich ihn treffen oder was ist los? Wie treffe ich ihn nicht? So, wow. Warte mal. Bisschen Style-Punkte sammeln. Jetzt weggetroffen. Weil ich so doof bin. Wo ist er denn da? Wow. Aber der Mann, der kann damit zielen. Verdammt, der hat Verfolgerdinger. So, ausgewichen. Ja, ausweichen. Ja. Boah, komm schon. Ja, Top Speed hier oder was? Wo will er hin? Komm jetzt her. Ey, der hat jetzt aber. Kann ich noch was anderes machen? Ich bin froh, dass ich unendlich Zeit habe, aber ich meine, ne? Der war. Was zum. Wo will er hin? Der fliegt hier einfach rum. Ja, ich kann da nicht rumfliegen. Super. Ey, muss außen stehen, dann kann ich nichts machen. Komm, ein Treffer noch. Sturzflug. Ich baller einfach rum, Alter. Der Whipdo. Okay, wenn er jetzt wieder rauskommt, dann habe ich ihn. Komm schon. Oh mein Gott, Whipdo ist tot. Wir können dir gar nicht genug danken, Spyro. Ich schätze, du musst jetzt gehen? Ja, es wird Zeit. Die Drachenwelten vermissen mich bestimmt und mein Urlaub wartet auch noch auf mich. Jetzt brauche ich ihn mehr denn je. Bevor du gehst, ich glaube, Geldsack möchte dir etwas geben. Ich möchte das sicher nicht. Jäger? Spyro, Geldsack tut es leid, dass er dir auf der Reise durch Avala so viel abgeknöpft hat. Behalte die Edelsteine als Dank für deine Hilfe. Wow, danke. Sparks, nimmst du sie mit? Lass mich die neuen Koordinaten eingeben. Da! Spyro, jetzt kannst du zum Drachenufer. Hey, wieso kommt ihr nicht mit mir? Urlaub würde euch sicher gut tun. Das geht leider nicht, Spyro. Ripto mag weg sein, doch er hat während seines Aufenthalts viel zerstört. Wir müssen hier aufräumen. Aber denk dran, dass du immer vom Drachenufer nach Avala zurück kannst, um uns zu besuchen. Oh, okay.
Komm schon, Sparks. Wir haben dringend einen Urlaub nachzuholen. Ja. Ui, das war's. Okay, ein bisschen ein relativ normales Ende, ne, muss ich ja mal sagen. Ach ja, so, und es sind dieselben Credits, ne? Ich denke mal, die können wir überspringen. Wir haben die einmal gesehen und wir wissen, die dauern einfach übelst lange. Deswegen aber mein Fazit dazu, erstmal zum zweiten Teil. Hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, hat mir auch sehr gefallen. Fand das auch ein guter Schritt von der Entwicklung her, dass halt irgendwie, ja, dass du jetzt mehr Minispiele hast, dass viel mehr Charaktere dabei sind, ja, als nur Drachen und so. Und das hat ganz viele verschiedene, unterschiedliche Welten existieren, der man allen irgendwie was abgewinnen kann. Und war wieder ein sehr, sehr schöner Collectathon. Hat sehr viel Spaß gemacht, alles zu 100% zu sammeln und einfach einzusammeln. Und ja, einfach wieder Spyro gezockt. Und ich freue mich so sehr, dass wir noch einen dritten Teil vor uns haben. Das wird auch nochmal richtig schön, kann ich mir vorstellen. Der dritte Teil soll ja auch noch passenderweise sehr gut dafür sein. Und ja, so, okay, ich würde das aber echt überspringen. So, Whipdown besiegt! Beides waren dieselben Credits, ne? So, ich glaube, ich kann da sowieso nochmal, während wir die Fähigkeitspunkte sammeln, kann ich sowieso noch ein bisschen, bestimmt über das Fazit nochmal ein bisschen ausschmücken. Das muss ich jetzt nicht in den Credits machen, das können wir zeitlich passender machen, indem ich halt auch wirklich, ja, hier noch die Fähigkeitspunkte versuche zu sammeln. So, was heißt denn das jetzt hier? Whipdo is down. Okay, habe ich noch irgendwas bekommen? Okay, was zum Drachenufer? Excuse me, wo bin ich? Wo bin ich? Guck mal, eine dritte. Wo bin ich hier? Hä? Okay, hier geht's wieder in die Wintertundra, wenn ich Bock hab. Kann ich irgendwo runtertauchen? Nee. Was zum... Wer bist du denn? Gut gemacht, Spyro. Hereinspaziert in den Drachenuferpark. Torwächter Gnall, du siehst aus wie ein Nork. Übrigens, wenn du 10 Marken gewinnst, kannst du unser Kino besuchen. Was, ein Kino? Hä, was? Warte mal, Leute, haben wir denn... Oh, guck mal, wir haben 10.000. Wir haben die ganzen Juwelen wieder zurückbekommen. Und wir haben 100%. Sau geil. So, was, Drachenufer, was ist das denn? Ich lass mich raten, das kann man bestimmt nur betreten, wenn man 100% hat, oder? Warum sind hier so viele Norks? Was ist das hier? Was? Unendlich! Ja! Okay, was? Wieso? Hä? Komm näher, Spyro, und sieh dir unser heutiges Angebot an! In dieser Bude lauern einige der grausamsten Kreaturen, die du je gesehen hast! Hä? Monster? Tunken ausprobieren? Ja! Diesen Baseball kannst du spucken, Sportsfreund! Visiere dein Ziel an, spuck den Ball aus und sieh zu, wie die Kreaturen ins Wasser fallen! Keine Sorge, du tust ihnen nicht weh. Hm, okay. Okay, was zur Hölle? Warum? Wieso gibt's das hier? Hey, das war doch lustig, oder? Diese Marke ist deine Belohnung dafür. Es gibt von dir Marken? Yay! Mach ruhig weiter, wenn du willst, Kleiner. Mach ruhig weiter, wenn du willst, Kleiner. Hier ist bestimmt nochmal 10 Attraktionen oder sowas, wo ich nochmal Marken gewinnen kann. Und hier einfach irgendwie voll unendlich. Was ist denn? In a good time. eine schreigeile, gute Zeit. Ah, das ist ja krass hier. Unendlich Feuer. Alter, hab ich das jetzt schon? Das habe ich ja wirklich schon. Oh, das ist einfach ein Bonus, was ich jetzt immer hab. Ein Feuerball. Und den kann ich um. Jawoll! Da hilft mir das auch, die Fähigkeitspunkte zu komplettieren. Gleich behalte ich das, weil dann ist die Boss richtig leicht, wenn ich die ganze Zeit ballern kann. Das ist ja cool. Da gibt es ja bestimmt noch mehr. Gibt es so was von wegen... Willkommen zur Drachenufer-Achterbahn. Hier wird nicht einfach nur gefahren. Wenn du alle Ballons auf der Strecke platzen lässt, wartet eine Marke auf dich. Startklar? Oh ja, dann kann ich ja... Das ist ja voll geil. So. Acht auf deine Mitfahrer. Heute ist es ganz schön voll hier. Ganz schön voll hier. Mann, bringen alle Ballons zum Platzen. Okay. Oh shit, wie mach ich denn das? Achso, einfach, achso. Einfach fahren. Whee. Verstehe. Flup, die Achterbahn. Wow. Zack. Badabam. Wow. Okay, da geht's überall nicht lang. Also muss ich, glaube ich, gar nicht lenken, oder? So von wegen Bahn wechseln oder so. Ja. Ja, die Schildkröten. Warum liegen die Schildkröten auf der Achterbahn? Warum? Gut
gemacht, Drache. Hier ist eine Marke für dich. Ja, Marke Nummer 2. Okay, da haben wir doch noch was zu tun. Okay, ich lege jetzt diesen Schalter um. Dann kannst du noch mehr Strecken fahren. Versuch auch hier die Balance zum Platzen zu bringen. Ah, ich lege jetzt den Schalter um. Weiter, yo. Auf deine Mitfahrer. Heute ist es ganz schön voll hier. Ganz schön voll hier. Mann. Das ist also wirklich Spyros Urlaub jetzt. Tja, das ist doch cool. Mann, ey. Ein richtiger Erlebnis. Oder ich dachte, er wollte zum Strand irgendwo chillen. Aber anscheinend will er einfach nur Spaß haben, Leute. Wow. Verdammt, ging es jetzt auch noch irgendwo anders lang? Oder stellen sich die Weichen später automatisch? Ja. Okay, nee, doch, ich kann da lang fahren. Okay. Muss ich mal gucken. Jetzt haben wir nur die Hälfte. Weiter geht's. So, dann muss ich jetzt mal gucken, wie ich jetzt hier am besten lenke. Okay, ich kann ja hier schon lenken. So. Perfekt. Boah, die Umgebung ist ja auch so hübsch. So, da bin ich, dass die Schildkröte nochmal ankommt. Okay, gut. Ganz ruhig. Ganz ruhig. So, hier kommt jetzt gleich einer eingefahren. Ich will aber nach links, bitte. Na, danke. Boinks. So. Und zack. Okay, so, wo jetzt hin? Jetzt müssen wir irgendwie nochmal da irgendwo nochmal lenken. So, ups. Okay, perfekt. So, das soll ich doch alles haben, oder? Bitte? Ja. Nein, ich kann nicht. Ich spring mal lieber nicht jetzt, ne? So, okay. Cool. Ja, hier liegt irgendwo deine Schildkröte. Okay, egal. Hey, nicht übel. Hier ist noch eine Marke. Jawoll, nein, nicht übel. Hier ist noch eine Marke. Ja, so nice. Noch eine Fahrt. Du hast es drauf. Diesmal musst du auch mit der Kanone an deinem Wagen Balance abschießen. Möchtest du es gerne mal versuchen? Ach ja, wenn noch eine Marke gibt, klar. Acht auf deine Mit. Gib acht auf deine Mitfahrer, hier sind richtig viele Säcke los. So, dann kann ich nicht auch noch meine Dinger hier abballern? Die Typen hier, die mir entgegenkommen. Oh Mann, voll fies. Na okay, muss ich schon mal eine extra Runde drehen. Also, ach so, die Ballons, da muss ich abballern. Ups. Hier sind noch rote Ballons irgendwo nebenbei. Verstehe. Jetzt kann ich natürlich nicht die alle abballern. Au, das hat sicher wehgetan. Möchtest du noch eine Fahrt versuchen? Ja klar, Mann, wenn voll Fehls machen. Gib acht auf deine Mitfahrer oder einfach Schildkröten auf der Strecke liegen und chillen. Ach, kannst doch keinem erzählen, ey. So, ich fahr jetzt mal gleich nach links. So. Okay, irgendwie scheint mal die roten Ballons irgendwie automatisch zu treffen, kann das sein. Das finde ich gut. Finde ich wirklich gut. So. Alles abballern, Mann. Ja, irgendwie schon, ne? Wie scheint das irgendwie immer zu schaffen? Vielleicht von vornherein hier langfahren, ist doch klar. Einfach den Button spam, Alter. So, flupp, flupp, flupp. Okay, sehr schön. Ach Mann, ey, da kann man nochmal richtig schön erleben, wie Spyro hier seinen Urlaub macht. Finde ich aber wirklich echt cool. So, ich habe, glaube ich, einen Ballon verpasst, ne? Okay, dann fahre ich gleich einfach nochmal dahin. Wow, geil. So, dann will ich einfach nochmal gleich da lang fahren. Wenn es sah nämlich wirklich so aus, hätte ich ihn verpasst. Hups. Hier, den da, genau. Perfekt. So. Nochmal Looping, weil es so cool war. Ui. Stellt euch mal vor, eine Achterbahn, wo man selber die Richtung ändern kann. Oh Mann, fahren alle immer so. Ja, ich will nochmal in den Looping. Die ganze Zeit. So, okay. Jups. Weiter geht's. So, Achtung, hier kommt jetzt gleich so ein Cruiser an. Oder ich hab's geschafft. Wow, du bist ein Naturtalent. Der Held der Achterbahn. Hier, meine letzte Marke. Yeah. Danke, Mann. Schon 4 Marken. Sei geil. Möchtest du nur zum Spaß Achterbahn fahren? Nur zum Spaß Achterbahn? Bist du bescheuert? Nur zum Spaß? Nee. Achterbahnen sind nicht jeder Drachensache. Komm später wieder. Alter, ich bin der Achterbahnmeister, hast du gesagt. Also brauche ich gar nicht mehr kommen. Möchtest du nur zum Spaß Achterbahn fahren? Achso, da geht's zur Achterbahn. Nee. Achterbahnen sind? Ja, Achterbahn. Leute, ich würde erstmal sagen, das war voll geil. Und wir können jetzt erstmal den Part beenden. Ach, Mann, ey. Sorry, Mann.
Warum sind die das so mit Tüten? Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ja, bevor wir die Fähigkeitspunkte machen, denke ich mal, sammeln wir hier noch alle Marken ein und amüsieren uns einfach ein bisschen hier im Drachenufer-Gnorg-Paradies. Oh Mann. Ciao, ciao.